Sehr. Ja, mal, das kann ich wirklich sagen. Ich bin stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Ich finde es super und ich habe mega Freude daran. Und ich merke auch, dass meine Familie stolz auf das ist und sie auch mit dem Laden überhaupt von dem redet und auch meine Zwillingsschwester wie Werbung für den Laden macht. Ich merke richtig, dass das sie mit mir mitleben und irgendwie auch stolz darauf sind, dass ich das gemacht habe, den Schritt. Willkommen bei «Mutig durchs Leben», einem Podcast, der inspirierende Geschichten über Mut im Leben erzählt. Du triffst hier auf Menschen, die von ihrem Umgang mit herausfordernden Lebenssituationen erzählen. Und du hörst die Erfahrungen von Menschen, die den Mut gefunden haben, umzudenken und einen Neuanfang zu wagen. Und das eben nicht nur immer mit Rücken, sondern eben auch manchmal mit Gegenwind. In «Mutig durchs Leben» geht es im Kern immer um die Frage, wie jeder für sich und auf seine Weise Verantwortung im Leben kann übernehmen kann. Und auch um die Frage, was will ich wirklich? Der Podcast soll mit vielfältigen Lebensgeschichten und Themen rund um den Mut auch dazu inspirieren und ermutigen, den ganz eigenen Weg zu gehen. Tauch ein in die Welt der mutigen Lebensgeschichten und lass dich inspirieren. So, und jetzt viel Spass mit dieser Folge von «Mutig durchs Leben». Hey, mega schön, bist du da. Jetzt bei uns daheim. Vorher, eigentlich haben wir ursprünglich einen anderen Plan gehabt, gell? Genau. Wäre ich bei dir gewesen. Genau. Oder Manu mit der kleinen Tochter wäre auch noch mitgekommen. Ja, und jetzt hat sich aber das ergeben mit deiner Tochter, gell? Du hast zwei Kinder. Und die Kleine hat gerade im Moment ein bisschen Mühe, gell? Ja, also ihr die Grösser. Ah, ist die Grösser? Die Grösser von beiden. Die hat ein bisschen Mühe, sie ist sehr stark an mich gebunden. Ja, sie hängt da oben einfach mega fest an mir und hat jetzt Angst vor der Dunkelheit bekommen, seit ihrer Zeitumstellung, was das alles ein bisschen schwierig macht. Und dann ja, ist das immer ein riesen Theater mit dem Bett und es wäre wie nicht gegangen bei uns, ich hätte da wahrscheinlich die ganze Zeit das Kind an mir hängen gehabt oder wo wäre stürmen und das wäre ein bisschen ungünstig gewesen, genau. Ich bin sehr froh, haben wir das können dann verschieben, ja. Sind wir schon voll so ein Thema, gell, so Vereinbarkeit und Arbeiten bzw. Selbstständigkeit bei dir. Du bist ja selbstständig, also Mompreneur, sagt man dem, glaubst du, inzwischen. Das heisst, Mompreneur, also du hast ein eigenes Business, also einen eigenen Laden und bist noch Mami gleichzeitig. Genau, an dem sind wir Mompreneur. Ja, anscheinend schon, genau. Okay. Habe ich so, zumindest so von anderen gehört, es gibt jetzt diesen Begriff. Und hast du so das Gefühl, das geht gut so mit Familie und Kind und Reihenhut, also und Arbeiten? Ja, also in meinem Fall jetzt schon sehr gut, weil ich habe, es ist nicht so mein eigenes Projekt, es ist quasi ein Familienprojekt. Es machen alle mega gut mit. Mein Mann ist hier involviert, der mich unterstützt mit Finanzen, sonst Sachen im Hintergrund. Die Kinder haben mega Freude am Laden. Und sie können zu Mami im Laden. Sie reden immer bei Mami im Laden. Komm, wir gehen zu Mami im Laden. Sie kennen sich bestens aus im Laden. Die Grösste wird am liebsten so mithelfen. Wie alt sind deine Kinder? 4,5 und 2,5. Ja. Ja. Und meine Eltern, meine Geschwister, wir sind da irgendwie alle ein bisschen einander am helfen. Es wäre auch wenig gegangen, wenn die nicht mitgemacht hätten. Also meine Eltern, die unterstützen mich mit Kind betreuen oder wenn auch etwas im Laden mal anfällt. Darum ja, ist die Sitz in meinem Fall gut machbar. Zu voll Familienbetrieb. Voll Familienbetrieb, ja. Es gibt mir wie auch ein bisschen Freiheit. Eben vielleicht mal ein Kind mitnehmen zum Arbeiten, wenn irgendwie etwas Unvorhergesehenes eintrifft, dann ist das wie nicht so das Problem, weil die Kinder so gut mit dem Laden mitmachen. Was vielleicht komplizierter wäre, wenn es sonst irgendwo angestellt wäre, müsste ich wie absagen gerade zum Arbeiten, was jetzt in dem Fall vielleicht ein bisschen einfacher ist. Das heisst, es ist eigentlich ein Vorteil, würde ich sagen, sogar selbstständig zu sein. Ja, in diesem Punkt ist es für mich ein Vorteil, dann vielleicht nicht. Ja. Magst du etwas erzählen von dem, was du machst? Du bist ja selbstständig mit deinem Laden, mit Kinder- und Babyladen. Ja, genau. Ginger und Bu heisst der. Ginger und Bu heisst der, genau. Städtli Zursi ist der.
Und wir haben bei uns im Laden Kleider von 0 bis 8 und Spielwaren. Und setzt eigentlich sehr stark auf die Nachhaltigkeit. Also ein bisschen, das ist das, was ich ausmache. Wo ausmacht. Genau, Concept Store heisst es. Der Laden, das ist so ein bisschen das, was das aussieht, dass so ein bisschen die ausgewählten Sachen bei uns zu finden sind. Ein bisschen speziellere, wo man vielleicht nicht in jedem Laden findet. Es gibt in der Schweiz jetzt mehrere so diese kleinen Läden, die aufkommen. Oder wo ich mich natürlich auch damit befasst, darum kenne ich auch die ein bisschen. Aber ja, das ist so das, was diesen Laden ausmacht, dass man etwas spezieller findet, mal ein Geschenk oder seine Kinder Wert auf die Nachhaltigkeit legt, dann ist man bei uns am richtigen Ort. Wie bist du? Also, gell, ich habe ja jetzt den Podcast, wo man vielleicht noch etwas sagen, habe ich jetzt etwas aufgetan. Vorher habe ich mich vor allem auf Menschen konzentriert, die einen Unfall hatten oder eine Krankheit. Und dann habe ich wirklich darauf geschaut, dass man so ein bisschen auch Mutgeschichten erzählt und ich habe das sehr spannend gefunden und finde es nach wie vor spannend. Ich habe dann aber gemerkt, hey, es gibt noch ganz viele andere Geschichten zum Erzählen und wo eben auch mit Mut zu tun haben oder mit sich selber zu verwirklichen und zu wagen, seinen eigenen Weg zu gehen. Und dort ist mir in den Sinn gekommen, hey, wenn ich dann mal eine Folge mache, wo nicht jemand interviewt, der einen Unfall oder eine Krankheit hat, dann möchte ich sicher mal dich interviewen, weil ihr wohnt vielleicht, nein, nicht wohnt, aber dein Laden ist gerade vis-à-vis von uns, wo wir wohnen. Und dann laufen wir relativ häufig daran vorbei oder sind wir geschwind in deinem Laden. Und dann habe ich gedacht, hey, das passt so, weil du hast mir mal die Geschichte erzählt, wie du zu diesem Laden überhaupt gekommen bist. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass du diesen Laden hast. Gell? Du hast ja nicht immer von Selbstständigkeit geträumt. Ja, das ist ja so. Nicht immer, aber noch, also ich habe die Hotelhandelsschule gemacht und nachher aber wie gefunden, hey, das ist mir so ein bisschen zu steif im Hotel. Also es war auch ein Business-Hotel, muss man dazu sagen. Ich brauche ich etwas anderes. Und dann bin ich zum Schweizerischen Tonverband gekommen. Dort bin ich in der Abteilung Breitensport, gewesen, hat das damals noch geheissen, am Anlässe organisieren für drei verschiedene Sportarten in der Schweiz. Das hat mir super gut gefallen. Ich bin selber im Turnverein verankert. Ich bin dort immer noch fleissig dabei. Und das war schon so ein bisschen ein Ding, das meins war, so ein bisschen Hobby mit Beruf zu verbinden. Aber es war immer so ein bisschen im Hinterkopf bei mir, hey, mal etwas Eigenes, das wäre mega cool. Ah, das hast du schon immer gehabt? Das hatte ich schon in meinem Hinterkopf gehabt. Meine Schwester, die Zwillingsschwester, habe ich. Sie ist selbstständig. Mhm. Sie hat eine Kunsthochschule gemacht und nachher hat sie ihr eigenes Label gegründet. Und ich habe immer gefunden, hey, es ist so cool, was sie macht. Ihr eigenes Ding. Und sie hat so für das gelebt. Und dann habe sie mega bewundert für das, dass sie das gemacht hat. Und so etwas auf die Beine gestellt hat und gefunden, hey, ja, mal so etwas eigenes haben. Das wäre voll cool. Ja. Und die Jünger hat eben auch ihr eigenes Coiffeur-Geschäft, also auch selbstständig. Sind eure Eltern auch selbstständig? Meine Mami ist selbstständig, ja. Sie hat auch ihre eigene Coiffeur-Salon, ganz genau. Entschuldigung. Aber es ist dann wie der letzte Schritt, irgendetwas Eigenes aufzubauen. Da hat mir wie gefällt, irgendwie der Kick. Es ist schon so ein bisschen, meistens im Hinterkopf war so ein eigenes Kaffee, wo du selber gesehen hast, hey, es gibt so herzige Kaffee und wenn du so etwas kannst, selber einrichten und für das Leben. Das wäre so cool. Ja, aber das Ganze aufbauen. Ist eben nicht so einfach so, ich möchte mal ein Lädeli haben oder ein Kaffee wäre noch cool so. So, die Umsetzung ist schon einmal etwas anderes, oder? Ganz genau, die Umsetzung. Und nachher, dass die Leute das können. Ja, das ist ein riesiger Schritt. Und irgendwie hat mir der letzte Kick gefällt, das zu machen. Und dann im 2019 bin ich Mami geworden von unserer ersten Tochter. Wir haben in Sursi gewohnt, schon länger. Und ich bin wie nicht so mit offenen Augen durch die Städte Sursi gelaufen. Die Zeit war auch wie nicht da, ich habe ja immer 100% gearbeitet. Und nachdem die erste Tochter auf den Weg kam, ist Sursi rumgelaufen. Ist das wie entdeckt, das Städtchen. Und der Laden Ginger & Boo hat es im Städtchen schon gegeben. Da haben zwei sehr sympathische Frauen gegründet. Vor 2019 hat es noch etwa 3 Jahre gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Und dann habe ich den Laden kennengelernt, bin dort jemanden mal einkaufen. Und ich dort das erste Mal gesehen, bin ich schon gefragt wurde, ob ich die Kundenkartei aufgenommen werden. Dann habe ich die E-Mail-Adresse angegeben.
und dann so sporadisch mal ein Newsletter bekommen. Ja. Und im einen Newsletter ist dort drin gestanden, dass sie Nachfolger suchen. Normalerweise lese ich die Newsletter wie nicht so durch. Ich sehe, ah, Newsletter von da oder da. Ja. Meistens landet es bei mir wirklich gerade in Spam oder dann gerade im Papierkorb. Aber irgendwie an dem Tag hat es wahrscheinlich wieder gepasst. Oder einfach der Betreff hat mich wieder angesprochen. Irgendwie ist wie mit Nachfolge oder so etwas, ich kann es gar nicht genau sagen. Und dann habe ich den durchgelesen. Und dann hat er wieder zugetan. Aber er ist mir wie nicht aus dem Kopf gegangen, was dort innen gestanden ist. Und dann habe ich, hey, ich glaube, das ist genau das Zeichen, auf das ich gewartet habe. Mhm. Hast du zuerst wie nicht recht rot, aber hast du zuerst mit meinem Mann geschaut und gefunden, hey, schau mal, was ich da bekommen habe. Mhm. Und ich habe zuerst gedacht, er sagt, hey, nein, das ist überhaupt nicht, nein, das müssen wir gar nicht probieren. Mhm. Aber er war gar nicht so abgeneigt von dem. Er sagte, ah, Mann, das klingt jetzt wirklich noch spannend. Dann habe ich es mit meinen Eltern angeschaut und die waren irgendwie gerade völlig begeistert von dem. Mhm. Ich sagte, hey, komm, geh dich mit denen treffen. Dann hatte ich das erste Treffen mit den zwei Gründerinnen. Die eine ist leider krank, aber ich habe es mit einer von denen durchgeführt. Das erste Treffen, das Gespräch. Mhm. Anhand von dem Gespräch haben wir natürlich dann schon einmal so ein bisschen diskutiert. Die ganze Übernahme die ist natürlich schon mit Kosten verbunden gewesen. Mhm. Man hat damals so etwas angespart gehabt, damals zu dieser Zeit. So ein bisschen im Hinterkopf vielleicht mal für ein Eigenheim oder so. Und meine Mann und ich gespart haben. Mhm. Ja, und dann haben wir uns entschieden, hey, für was setzen wir mein Geld ein? Tue ich jetzt das wirklich, verwirkliche das, was ich schon immer gemacht habe, so komme ich das nicht mehr serviert über. Sie haben das ja 3 Jahre schon gehabt, sie haben einen Kundenstamm, es gibt etwas, existiert dort etwas. Es war zwar Kinderladen und Damengeschäft so ein bisschen in einem gewesen. Aber ja, das sind wie so mega viele Ideen gerade in meinem Kopf gewesen, was man daraus machen könnte. Und ich war selber so in diesem Kinderflow innen gewesen mit meiner jungen Tochter, die war damals nur halbjährig gewesen. Deine erste Tochter? Meine erste Tochter. Also. Ui, ja. Genau, also es war so ein richtiges Kleinkind. Man ist erst so in die Mutterrolle reingekommen und dann fand, hey, komm, gehen wir das ein oder nicht? Ein grosser Schritt. Ein sehr grosser Schritt. Mhm. Also finanziell und dann noch? Finanziell mit und mit dieser ganzen, also, wie du mit Baby dem um? Es ist eine neue Situation, schon mal als Familie, eigentlich ein Baby, genau. Mhm. Ja, aber durch das, dass meine Eltern einfach so hinter mir gestanden sind, und dann meine Mama, die ganze Familie hinter mir gestanden ist, und ich dachte, hey, komm, mal, ich mache es, das ist genau das. Also sie haben gewusst, dass das dein Wunsch ist, dass du eigentlich schon mal irgendetwas suchst, was du so selber kannst verwirklichen kannst. Ja, ich habe eigentlich nicht so viel über das geredet, dass ich selber etwas will. Es ist mehr so, nur in meinem Kopf hat die Idee existiert. Vielleicht mal mit meiner Mama darüber geredet, aber auch nicht sehr oft. Es war wirklich so ein Gespenst in meinem Kopf gewesen. Aber die anderen haben das irgendwie auch gespürt. Oder das weiss ich nicht. Das ist das Richtige für dich. Ja, vielleicht. Ja, und dann ausschlaggebend, manchmal glaube ich, ich habe so ein Zeichen. Es ist dann am Ende Abend, als ich mich entscheiden musste, bin ich mit Mami in den Stadtcafé gegangen. Die haben manchmal so spezielle Anlässe. Und dort ist Sina auftreten. Also hat es nicht als Sängerin, sondern hat einfach sich verzählt. Also ich habe mit dem Schäden wirklich ein Gespräch geführt dort, ist interviewt worden. Und dann irgendwie ist eine Frage und dann hat sie nachher zur Antwort gegeben, durch das, was sie auch noch ein Lied geschrieben hat, wenn nicht jetzt, wenn dann. Und dann ist über das Gespräch gesprochen worden, auch wie das Lied entstanden ist. Und irgendwie ist das gerade irgendwie voll mit bei mir ins Herz gegangen. Das war ein super guter Abend gewesen, dort mit Mami. Und habe gefunden, hey mal, ich muss auf die Zeichen hören, das ist es, machen. Und an dem Abend habe ich nachher dann auch zugesagt. Wie lange ist die Zeit zwischen dem, hey, ich sehe das im Newsletter und ich sage ja? Es ist sehr, sehr schnell gegangen. Ich glaube, das war irgendwie etwa eine Spanne von einem Monat gewesen. Ja. Ja. Also recht schnell, du musst eine Entscheidung machen. Ja, es hatten dann verschiedene Gespräche geführt, genau. Und nachher war noch die engere Auswahl gewesen. Dann ist dann noch das zweite Gespräch geführt worden, wo du wie entschieden hast. Und nachher die ganze Vertragsunterzeichnung. Dann ist vielleicht alles im Moment einen Monat gegangen. Und wie haben die anderen so reagiert? Also dieses Umfeld, wo du gesagt hast, mal, ich mache es. Sehr gut. Ich war ja dort damals beim Schweizerischen Turnverband angestellt gewesen. Gerade jetzt zurückgekommen von meinem Mutterschaftsurlaub. Die haben mir wieder die Chance gegeben, wieder zurückzukommen, wo ich sehr dankbar dafür war. Das
Das ist mega cool. Stimmt, das ist ja recht. Ja, voll. Ich war dort im Mutterschaftsurlaub, bin dann wieder zurückgekommen. Sie haben dort extra geschaut, dass ich wieder zu ihnen zurückgearbeitet habe. Ich bin in eine andere Abteilung gekommen. Also sie haben dort wirklich sehr, sehr viel für mich gemacht. Und ich war mega froh darum. Ja, und nachher ist dort wie noch so ein anderes Angebot gekommen. Ist so ein bisschen im Raum gestanden, ob ich Verantwortung übernehmen für Kitu-Hit. Das ist so ein Projekt beim Schweizerischen Turnverband. Was mir sehr gut gefallen hat. Ich habe jetzt schon mit dem Leiter der Jugendabteilung die Gespräche geführt und auch mit ein paar Personalchefin bin ich schon zusammengehockt und habe gefunden, hey, das wäre mega cool, mit so einem 40%-Pensum das zu machen. Hat ihr mündlich schon zugesagt. Sie haben aber an dem Gespräch, das wir hier hatten, den Vertrag nicht vorbereitet gehabt. Das heisst, ich habe nicht unterschrieben auf diesem Vertrag. Oh, ja. Und dann zwischenzeitlich ist dort eben sind die anderen Gespräche zustande gekommen. Vor dem mündlichen Gespräch mit dem Kitu-Hit ist wie noch nichts im Gang, habe ich noch kein erstes Gespräch gehabt mit dem Kinderladen. Und dann kommt das rein. Hey, und ich bin so hin und her gerissen. Ich fand, hey, ich habe dort schon zugesagt, die machen so viel für mich, dass ich wieder zurückkommen kann. Bietet mir jetzt das an. Es wäre ein mega cooler Vorgesetz gewesen, wenn ich auch wieder dort gehabt hätte. Ich konnte es mir so gut vorstellen. Und dann, das ist ziemlich wechselbad gsi von meinen Gefühlen. Und dann habe ich mit der einen Mitarbeiterin, die ich dort beim Schweizerischen Turnverband hatte, habe ich gesagt, hey, komm, können wir über den Mittag schnell zusammen laufen, und mit dir etwas besprechen. Und dann haben wir das miteinander besprochen. Ich habe ihr das erzählt, hey Nicole, was soll ich machen? Ich habe doch das angeboten bekommen und habe eigentlich bei dem Kitu-Hit auch schon gesagt, das würde auch passen. Und sie hat mir gefunden, hey, so wie du jetzt über das geredet hast, mach das. Mach das mit dem Kinderladen, das ist dein Ding. Hat man es angemerkt? So sie hat das angemerkt durch das Gespräch, ja. Raus, was ich machen muss. Genau, und nachher habe ich dann noch geredet, wo wir eben das mündliche Gespräch schon die Zusage gemacht haben. Und die haben das auch völlig verstanden. Ja, und hast du eigentlich das einfach auf so einem Buch entschieden? Ja, ich habe also nicht eine Vernunftsentscheidung? Nein, es war nicht eine Vernunftsentscheidung, es ist so ein eine Entscheidung aus dem Buch oder aus dem Herz raus. Wow. Mega. Ja, voll. Ja, und das ist ein Schritt, so das ganze Ersparte, das du wie gehabt hast, hast du dort investiert und gefunden, okay, mal, das mit dem Eigenheim oder so, das kannst du jetzt vergessen. Setzt alles auf eine Karte auf den Laden. Mhm. Das ist dein Ding und das ist so ein bisschen mein zweites Baby geworden. Ja, das zweite relativ nah aufeinander. Das nächste. Genau, und witzig ist auch, der erste Tag, den es unter mir offen hatte, der 3. März, ist das erste Mal unter meiner Leitung der Laden offen gewesen. Und genau an diesem Tag bin ich Gotti geworden von meiner Zwillingsschwester, seinem Kind. Oh, okay, ja. Also der 3. Voll. Oktober. 3. März. 3. März, 3. März ist es. Der ist speziell. Ja. Das ist ein sehr spezieller Tag, ja. Das ist. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, magst du dich noch erinnern an deinen ersten Tag, wo du in deinem Laden gestanden bist, aber ja, in diesem Fall... Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern. Wir haben alle darauf gewartet, bis das Kind auf die Welt kommt. Und ich war so voller Freude, ich werde Gott von meiner Zwillingsschwester im Kind. Sie ist schon Gott von meinem ersten Kind oder unserem ersten Kind. Hey, und ich wusste, dort geht genau dann so der Laden auf. Und genau an dem Tag ist es dann auf die Welt gekommen. Ja, also hast du mehrere Zeichen gehabt, he? Ja, irgendwie schon. Voll. Das ist wirklich das. Ja. Was würdest du sagen, was braucht es in der Selbstständigkeit für 3 Eigenschaften, wenn du jetzt so als Mami, also mit wirklich als Mami mit dem Business, dein eigener Laden ist ja auch noch wahnsinnig so Verantwortung, du hast viel Geld reingesteckt, willst du, dass es läuft und die Kinder, willst du auch, dass es nicht ihnen gut geht und dass du alles unter einen Hut bringst. Was findest du ist am wichtigsten? So? Also am wichtigsten ist das Herzblut, dass du wie für den Laden lebst. Du bist wirklich dein ganzes Herz bist dahinter stehen, weil du musst das gerne machen, weil du willst es wie nicht machen, wenn du daheim bist bei den Kindern. Es sind Oberschichten, die du für den Laden zum Teil schaffst. Und darum muss es voll dein Ding sein, es muss nicht wie schaffen sein. Also das Herzblut muss immer sein. Und du brauchst Geduld. Es gibt Zeiten, wo es nicht so gut läuft, da hast du wie nicht gerade den Kopf in den Sand stecken und denken, hey, was ist los, schiess mich an, es passt nicht mehr. Du musst wie können abwarten
denke, hey, es kommt gut, du musst positiv bleiben. Das ist auch nicht die Eigenschaft, die Geduld, die braucht es auch. Also Geduld ist auf und ab. Geduld, positiv und Herz. Ja. Das sind so die drei, die du siehst. Ja. Ja. Mhm. Und was ist für dich im Moment das, wo du sagst, da könnte ich schon noch ein bisschen optimieren, das hat noch Potenzial nach oben mit so Familie und Vereinbarkeit vom Arbeiten und Kind? Ja, das ist so ein bisschen halt die Oberschicht, wo wie manchmal denkst, hey, so oben, ich mir einfach den Laptop zulassen, mache ich schon jetzt auch zwischen dir, einfach nichts machen und halt die, ja, wenn die Kinder im Bett sind, halt einfach mal da oben geniessen, ja. Mit dem Mann, was im Moment wirklich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, leider, dass du findest, hey, jetzt müssen wir schauen, wie können wir das verbessern. Das Beziehung halt auch. Ja, du bist ganz genau. Du bist Mami, die völlig irgendwie an Nummer 1 steht, mit deinen Kindern den Tag irgendwie zu verbringen, coole Sachen zu machen und wenn du schaffst, dann bist du im Laden. Aber ja, nachher irgendwie das etwas besser kannst managen, ja. Es gibt viel zu tun. Irgendwie das ist so ein Optimierungspunkt, den wir schon noch ein bisschen überlegen. Wie das willst, ja. Wenn wir das machen. Wenn du jetzt so auf deiner Homepage hast du geschrieben, du hast deinen Traum verwirklicht. Ja. Kannst du es wirklich auch noch so sagen, das ist so dein Traum, den du jetzt lebst? Also, ja, voll, das kann ich noch völlig so unterstreichen. Das ist wirklich mein Ding. Ich könnte mir im Moment gerade wirklich nichts anderes vorstellen, wo ich mich sehe, wieder arbeiten oder sonst irgendwo einsteigen. Es ist so schön, in diesem Laden zu stehen und die Kunden zu bedienen, die Gespräche, die entstehen, die Begegnungen, die entstehen. Oder mal, wenn meine Eltern auf die Kinder schauen oder meine Mama auf die Kinder schaut, wenn ich im Laden bin und dann haben sie Hallo sagen und wie meine Kinder in den Laden hier springen. Und die Freude, die sie zeigen in diesem Laden, das ist so etwas Schönes. Es zeigt mir jedes Mal, hey, komm, es lohnt sich. Es ist voll mein Ding. Und dann kannst du wieder etwas am Laden machen. Oder in die Richtung irgendwie. Hast du da wieder eine Idee? Oder dort ist wieder etwas Schönes. Es ist so etwas Tolles. Gibt es denn auch Momente, wo du so ein bisschen Zweifel hast? Oder wo du sagst, hey, hätte ich doch nicht. Also, die gehen vielleicht wieder vorbei, sonst würdest du nicht so reden. Aber Momente, wo du denkst, das ist jetzt schon noch schwierig so. Ja, also Zweifel an dieser ganzen Situation habe ich bis jetzt noch nie gehabt, weil ich wirklich sehr ein positiver Mensch bin. Mhm. Es ist mehr so, wenn du mal einen Monat hast oder eine Zeit, wo es ruhiger ist im Laden, dann steht eine Art ein bisschen Druck. Mhm. Und du findest, hey, jetzt muss da wieder mal etwas gehen. Ja, jetzt muss wieder etwas gehen. Du kannst wie nicht. Es ist nicht etwas, was du jetzt stark verdienst. Es ist wirklich etwas, was du dafür leben musst. Und die Freude zu haben. Ja. Und dann ist wie so ein bisschen Druck, den du verspürst. Dann ist es mega wichtig, dass du die Positivität nicht verlierst. Hat es denn mal so eine Zeit gegeben, wo du dir selber gesagt hast, hey, bis dann muss es laufen und, oder rendieren? Oder hast du dir nicht die Zeit gesetzt? Hast du einfach gesagt, hey, ich schaue mal, wie es geht? Ja, wir haben es am Anfang mal so ein offen gelassen. Ja, speziell ist das in der ganzen Corona-Phase noch gekommen. Also stimmt. Ich habe zwei Wochen offen gehabt und nachher habe ich das erste Mal zu tun. Stimmt, der 3. März. 3. März 2020 und nachher ist es, glaube ich, 16. oder so. Dann hast du den 13. gesehen. Der 13. Ja, weil mein Mann hat den Geburtstag gehabt. Stimmt, der 13. war, aber der 16. war noch der erste Tag, wo wir wieder offen waren. Genau, genau. Ja. Wir haben gerade noch dürfen feiern und am nächsten Tag ist fertig. Ganz genau. Mhm. Ja, also wirklich, zwei Wochen oft, du hast dich so auf das gefreut. Mhm. Und nachher der erste Lockdown. Und dann ist ja noch ein zweiter Lockdown gekommen. Ja. Darum, es war sehr ein harter Start gewesen, wo du wie auch dir jetzt so etwas zum Nachholen wieder hast. Aber hey, wenn du überwunden hast, hast du es quasi gehabt. Ja, genau, ich habe mir gar nicht so erzählt, jetzt hast du so viel überstanden. Ja. Ich kann nicht umhauen. Ja, das ist so, das hat uns auch, glaube ich, stark gemacht. Mhm. Ja, und hast du wie schon dort müssen mega dir überlegen, hey, was machst du? Und im zweiten Lockdown ist das aufgekommen, hey, ich brauche unbedingt einen Online-Shop. Das ist so wichtig jetzt mit dem Online-Shop. Also das hast du vorher nicht gehabt, eigentlich ist das durch die Corona-Krise. Nicht Online-Shop gehabt, es ist durch den Lockdown, ist der Online-Shop erst entstanden. Und jetzt kann man schweizweit posten. Und jetzt kann man schweizweit posten, also eigentlich eine Chance, also voll. Jede Krise ist wieder eine Chance. Ja. Für etwas Neues. Voll. Ja.
Ja, es ist so hart bei diesen Online-Shops, bis die mal irgendwie sich umsprechen oder auf Google angezeigt werden, all die Produkte. Und so komplexe Sachen, bis du wieder merkst, dass du angezeigt wirst. Und hey, das ist ein riesen Ding. Willst du dich als mutig bezeichnen? Ja, ich finde schon. Also es hat schon ziemlich viel Mut gebraucht, das ist tatsächlich so. Also man kann sagen, es braucht sehr Mut hier vor der Kamera. Es braucht auch Mut, da mit dir das Gespräch zu führen. Kann ich da, hast du vorher mal geltend ja, genau. Ich bin da voller Spannungsrede heute gedacht. Ich dachte, oh, was können wir echt auch fragen? Also ich dachte, okay, ich rede einfach mal, was gefragt wirst. Genau. Ja, und dann noch hier vor der Kamera. Es braucht schon ein bisschen Mut für mich. Also, du bist mutig. Ja, aber ich finde, manchmal hey, kommt das. Da gehst du jetzt einfach durch. Es kann schief gehen, vielleicht auch nicht, vielleicht kommt es gut. Hey. Schaust, was kommt. Ja, genau, schaust, was kommt. Ja. Wie hast du so dein Konzept erarbeitet? Ich meine, du bist vorher noch nie selbstständig gewesen. Ja, genau. Gut, du hast Umfeld in deiner Familie, wo anderen, die selbstständig sind. Ja. Hast du dort Hilfe gehabt, ein Konzept erstellen? Oder hast du einfach mal gesagt, hey, ich übernehme den Laden, ich habe ein paar Ideen, ich mache einfach mal. Oder hast du dann einen Plan gehabt, wie du vorgehst? Ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan gehabt. Wir sind, glaube ich, so ein bisschen als Familie so und denken einfach mal, wir haben so viele Ideen, wir sind sehr kreativ, alle in unserer Familie. Und da hat es wirklich extrem viele Ideen rum. Und es war auch bei mir so, bei dem Laden, ich gefunden, hey, das ist so etwas Herziges, also ich war selber sehr fasziniert von dem Laden. Es war wie nicht so Feuer und Flamme noch für die Übernahme gewesen. Aber es sind auch dann gleichzeitig wieder so viele Ideen in meinem Kopf entstanden, was du da selber noch daraus machen willst. Oder durch die Geburt von meiner Tochter bist du selber auf diese Sachen erst aufmerksam geworden. Was gibt es da alles für coole Marken? Die Nachhaltigkeit. Ich habe so viele tolle Sachen kennengelernt und gefunden, hey, das möchte ich dann noch integrieren und da hätte ich noch eine Idee und das wäre mega cool. Und es war so eine riesige Ideensammlung und dann fand ich, hey, ja, das nimmst du jetzt. Und dann hast du eine Idee für die Einrichtung gehabt und dann noch eine Idee für die Marken, die du ansprechen können willst. Und das ist alles so Schritt auf Schritt irgendwie entstanden. Mit wem schaffst du da zusammen? Machst du das alles alleine? Oder sind das Leute noch im Hintergrund? Es ist eigentlich alles alleine, aber ich arbeite wie mit Marken zusammen, die ich im Laden verkaufe, für den Einkauf, wo ich wie Ansprechpersonen habe, weil für die verschiedenen Marken zuständig sind. Ja. Bei denen kaufe ich einfach die Sachen ein, um den mitzuverkaufen. Oder hier in der Region habe ich verschiedenste Leute, die mega schön herstellen, wo mit denen in Kontakt bist. Aber bei denen ist auch einfach halt einkaufen, wenn man nachher alles das Gesamtkonstrukt, das dann zusammenkommt. Das ist alles bist du so zu diesem Netzwerk gekommen? Oder hast du nehmen an, du hast die nicht alle gekannt? Nein, ich habe die nicht alle gekannt. Es ist einfach mit der Zeit, sind da ein paar dazugekommen. Ein paar habe ich bei mir schon gemerkt, die ich mega cool finde, in dieser Zeit vor der Übernahme. Und dann sind immer mehr dazugekommen, wo du dann im Business innen warst, hast du dich immer mehr mit dieser Materie auseinandergesetzt. Und bist einfach auf die Marken zugegangen, angesprochen, sie können schon Laden haben. Viele Marken kommen auf dich zu, wenn sie auf den Laden aufmerksam werden. Instagram ist ja da häufig überall ein bisschen. Finden wir dich auch. Genau. Wir tun es dann auch. Du wirst angesprochen. Super cool. Dass man dich findet, dass man nicht nur von dir gehört, sondern dass man weiss, wo man mal anschaut, was das da hat. Ja. Ja, so ist das immer irgendwie grösser geworden, das Konstrukt. Und gleich, du hast noch Mitarbeiter, oder? Du hast einen Tag, wo du ein bisschen entlastet wirst. Ja, genau. Ich habe zwei Frauen, die mich unterstützen, die wir immer so ein bisschen halt in Gespräch sind, ob sie den übernehmen können. Es ist wie so ein halber Tag in der Woche, wo sie mich unterstützen, wo aber immer im Gespräch ist, hey, wie passt euch, dann sind wieder Ferien da oder da mal Ferien geplant. Es ist ein mega schönes Geben und sie sind auch irgendwie von dem Herzblut, wo sie dahinter stehen im Laden. Sie sind hauptberuflich ist eine Lehrerin und Fotografin, die bei mir im Laden arbeitet. Und sie sind einfach so als Ausgleich, so einen halben Tag in der Woche, wo sie auch gerne kommen, mich unterstützen, weil sie den Laden mega herzig finden und einfach auch in meinem Projekt stehen. Was ich so cool finde, dass es wie Mitarbeiter sind, die diese Leidenschaft irgendwie teilen. Ja. Sonst würde es wie nicht gehen. Das heisst, jetzt bist du noch Arbeitgeberin geworden?
nicht nur selbstständig, sondern du hast gerade noch Leute angestellt. Ja. Ja. Das ist auch mal etwas anderes, oder? Noch musst du dich zuerst mal mit dem befassen, was braucht alles. Genau. Aber es ist wie so ein bisschen, ich sehe mich nicht so als Chef oder als Arbeitgeberin. Es ist irgendwie ja, ein bisschen der falsche Ausdruck für mich. Irgendwie sind es mehr Freundinnen für mich. Die mich unterstützen, ja, die mithelfen. Voll. Du hast ja auch das ganze Familiennetzwerk, das dich unterstützt mit mal Hüten oder mal aber im Hintergrund aktiv sein. Ja. So Inventar und so sind wir glaube ich auch schon vorbeikommen und dann hat die Familie unterstützt. Ja, man sieht da öfters mal meine Eltern im Laden oder meine Schwester, die kommt aushelfen, wenn mal irgendwie etwas verkrankt ist oder weiss ich nicht was. Oder wenn mal merkt, ist speziellen Anlass, dann kommt sie mir mega gerne helfen und unterstützen. Ja, genau. Was ist es, wo du, wenn jetzt du mal dein 3 Jahre jüngere Ich, also du hast vor 3 Jahren den Laden übernommen, bevor du den Laden übernommen hast, wenn du die Person wirst auf der Straße treffen, was würdest du ihr sagen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Oder raten. Ja, wirklich. Ja, seit dem März sind es schon 4 Jahre. Das ist sehr schwierig. Also ich habe das Gefühl, ich habe mich schon ein bisschen verändert. Auch durch das ganze Mami-Sein ist das eine sehr neue Situation geworden. Und ich würde wahrscheinlich ich sagen, hey, ich bin einfach ein bisschen vielleicht lockerer oder freier. Oder traue einfach mal irgendetwas zu machen, was mich wie damals einfach so ein bisschen zurückgehalten hat. Ich bin in meinem Job, ich weiss, wie es geht. Ich kann arbeiten, ich habe meine Arbeit gemacht. Es ist wie nicht so eine grosse Herausforderung, die ich hatte. Es war mega cool mit diesen Anlässen. Aber mir so, hey, einfach mal irgendwie loszulassen. Oder einfach mal dir mehr Selbstwert zu geben, vielleicht auch. Und trauen, irgendwie etwas anzureissen. Also hast du das schon nicht gerade so am Anfang ohne Bestärkung von deinem Umfeld hast du es nicht gemacht? Ja, ich glaube es nicht. Einfach so, wenn ich alleine dahinter gestanden wäre und gesagt hätte, oh, das ist eigentlich schon das, was ich machen möchte, aber mein Umfeld wäre nicht dahinter gestanden, dann hätte ich es nicht gemacht. Nein, damals glaube ich es nicht. Und heute willst du etwas Neues anreisen. Hättest du Mut? Ja, also ich bin schon ein bisschen mutiger geworden. Das ist immer schwierig, auch wenn du wieder vor so einer neuen Situation stehst, was würdest du machen? Ja, klar. Ich habe das Gefühl, es hat sich schon ein bisschen verändert, ja. Was ist das, was du merkst, hey, für deine Kinder? Wir haben vorher darüber geredet, dass es eben Vorteil ist, wenn eines von denen krank ist, kannst du halt sagen, jetzt nimmst du sie Laden mit, oder wenn es gerade nicht anders geht. Was würdest du sagen, ist für dich das, was du am schwierigsten findest, manchmal auch? Wenn du so mit der Selbstständigkeit, also hast du ein Netzwerk, wo du dich austauschen kannst oder Leute, die dich unterstützen, wo du kannst sagen, hey, es ist krank, kannst du einspringen oder machst du dann halt, gibt es manchmal Situationen, wo du den Laden einfach zumachst? Ja, also ich habe die zwei Freundinnen für mich, wie nicht angestellt in Nacht, die ja, mich da auch unterstützen, wenn mal jemand krank ist, dann haben wir unseren Chat miteinander. Wo ich schreibe, hey, ich kann jemanden einspringen. Und dann sage ich ganz ehrlich, wie es geht, ob es geht oder nicht. Es ist auch etwas darum, frage ich, weil ich genau weiss, sie machen es nicht einfach, weil sie das Gefühl haben, sie müssen. Ja, das ist übrigens auch noch jemand, wo ich vorher mal angestellt habe, wie sie sagt, hey, ich bin gerne noch für dich da, wenn es mal Not am Mann ist, was braucht, wo wie mir auch zeigt, hey, das ist so etwas, wie auch ein Herz gewachsen ist. Es ist so schön, dass sie noch so ein bisschen als Backup zur Verfügung steht. Der, die den Laden gehört hat? Nein, nicht der, die den Laden gehört hat, aber auch, als ich das übernommen habe, mal für mich gearbeitet hat. Ah, ja. Ja, aber nachdem er wieder in einen anderen Beruf wieder eingestiegen ist und wie so sagt, hey, wenn du mal den Knoten mal bist, frag mich, vielleicht kann ich euch aushelfen, weil es ist auch mega etwas, was sie dafür gelebt hat und ich auch gemerkt habe, das ist so etwas Schönes. Und dann habe ich das gesehen. Ja, dann schreiben wir rein und wenn es mal wirklich nicht geht, dann ist für mich auch kein Problem, mal an die Tür zu schreiben, hey, aufgrund von Krankheit bleibt der Laden heute geschlossen oder einen halben Tag geschlossen. Oder ja, dann ist es einfach so. Dann ist wie, die Kinder sind für mich an erster Stelle. Das würdest du sagen? So ja. Familie? Ja, Familie ist an erster Stelle. Und wenn jemand krank ist,
dann bleibe ich daheim und dann ist halt der Laden halben Tag zu. Gehe ich mit dem Risiko um und die Leute gehen dann vor verschlossener Ladentür. Vielleicht hast du jemanden verloren als Kunde, der es wie nicht versteht. Aber wie geht es, oder hat die Hoffnung, dass die meisten das verstehen und dann einfach am nächsten Tag wieder kommen oder halt Online-Shop gehen schauen oder anrufen. Dann ich meistens das Telefon umstellen auf mein Natter, dass sie wie können die Anrufe entgegennehmen. Mhm. Ja. Ja, aber Familie ist für mich an erster Stelle. Es ist wie nicht, hey, ich bin krank, ich muss irgendwie die können irgendwo abgeben oder ich muss jetzt unbedingt in den Laden stehen. Ja. Ja. Aber du sagst jetzt so, eben der Laden, das ist so dein Herzblut. Das ja, ist so genau. Dein dritte Kind. Das ist jetzt eigentlich, ja genau, es ist ein neues Kind, aber der kommt, das ist eigentlich mein drittes Kind, ja genau. Deine Kinder, eben, wie hast du das Gefühl, das verändert sie auf eine Art? Oder hast du das vielleicht auch noch nie überlegt? Ich weiss nicht, wie das, wenn du selbstständig bist, tust du ihnen etwas anderes vorleben? Ja, das ist spannend. Das habe ich wirklich noch nie so überlegt. Aber, ja, es ist einfach mega herzlich, wenn sie hier in den Laden kommen und sie genau wissen, es ist ihre Mami in den Laden. Mhm. Und die Eltern, die spürt das Verkäuferlein, wenn man kein Kunde ist, oder wird am liebsten noch mit dem Kunden rum sind und sie mal bei mir irgendwie 15 Minuten im Laden ist, irgendetwas verkaufen kann. Das ist irgendwie voll ihr Ding. Aber ob es bei ihnen etwas auslöst, was so ein bisschen die Ansicht verändert von dieser Selbstständigkeit oder angestellt sein, ist jetzt noch keine Frage. Das ist wirklich noch schwierig zu sagen. Ja, mit 4 habe ich. Kannst du ja, voll. Ja. Aber, sie, aber ich hoffe, dass es ihnen auch irgendwie einen Mut auf den Weg gibt. Irgendwie, wenn sie das sehen, hey, später mal, wenn sie in der Schule sind und so Mami Laden vielleicht irgendwann eine Hausaufgabe machen oder so. Ja, wahrscheinlich schon. Stolz auf das sind, irgendwie. Ja. Ja. Bist du stolz auf dich? Sehr. Ja, mal, das kann ich wirklich sagen. Ich bin stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Ich finde es super und ich habe mega Freude daran. Mhm. Und ich merke auch, dass meine Familie stolz auf das ist und sie auch mit dem Laden überhaupt vor dem redet und da meine Zwischen wie Werbung für den Laden macht. Ich merke richtig, dass das sie mit mir mitleben und irgendwie auch stolz darauf sind, dass ich das gemacht habe, den Schritt. Du hast erst den letzten Impuls gemacht mit deiner Zwillingsschwester zusammen. Ja, genau. Leichter Platz, du willst mir helfen. Ja, mega. Ja. Also sie tut mich mega stark unterstützen. Mhm. Mein Laden kommt helfen, wenn da mal etwas ist. Oder einfach in ihrem Freundenkreis ein Kind auf die Weg kommen. Sie ist eigentlich in jedem ein Gucci für meinen Laden. Und hier schreibt noch irgendwie eine Widmung drauf. Einfach, dass die Leute den Laden kennenlernen. Und mal entweder auf Online-Shop oder halt die Laden gehen. Es ist egal, wo die Person wohnt. Aber jeder kommt einfach ein Gucci von meinem Laden über und irgendwie etwas dazu. Ja. Was ergänzt sich so für Gespräche? Das nimmt mich jetzt gleich noch Wunder. So, wenn du vorhin gesagt hast, du bist dankbar für die Gespräche mit den Leuten, die entstehen. Was sind das so für Gespräche? Also sehr viele Gespräche entstehen durch das. Zuerst mal, dass sie in den Laden reinkommen und es mega Erlebnis finden. Mhm. Sie einfach positiv über den Laden reden, wie schöne Sachen es da gibt. Und dann kommt man immer, je nach Kunde, ein bisschen tieferes Gespräch oder ein bisschen weniger. Mhm. Und dann manchmal redet man über die Entstehung von dem oder auf was man Wert legt. Und Kunden, die dann mehrmals kommen, da entstehen wirklich sehr schöne Verbindungen, wo man wie auch wirklich etwas für die Kunden dann macht. Oder letztens kam eine Kundin auch wieder, die wohnt hier ganz in der Nähe im Laden. Die kommt auch jedes Mal wieder ein bisschen vorbeischauen. Für ihre Grosskinder, wo sie vielleicht etwas findet. Oder wenn sie wieder eine Karte braucht, etwas kaufen. Mhm. Und dann ist sie gekommen und hat gesagt, oder gefragt, ob wir auch Nuki haben zum Kaufen. Mhm. Die spezielle Nuki, die es nicht in jedem Laden gibt zum Kaufen. Und ich habe gesagt, nein, Nuki haben wir nicht. Aber die, ich weiss, dass die Nuki immer noch zu Luzern gibt zum Kaufen. Und jetzt hat sie gesagt, ja, sie ist nicht so oft zu Luzern unterwegs. Und dann bin ich wie am nächsten Tag bin ich nach Luzern gegangen, meine Zwillingsschwester wohnt auch zu Luzern, darum sind wir ab und zu in Luzern. Und habe dann gesagt, weißt du was, ich gehe am Morgen nach Luzern mit meinen Kindern, gehe meine Schwester besuchen. Ich würde für dich im Anna gehen und so einen Nuki kaufen, wie du brauchst, welche Grösse brauchst. Dann hat sie gesagt, ja, das ist super gut. Und dann ist sie dann übernächsten Tag wieder zu mir in den Laden gekommen. Ich habe ihr dann einen Nuki gekauft. Machst du den Lieferdienst? Ja, und sie hat mega Freude daran gehabt. Und ich habe mega Freude daran gehabt, dass ich das ihr auch anbieten konnte. Und wieso sind so solche Sachen, die entstehen? Mhm. Ja. Ja. Das ist mega cool. Ich kann es ja bestätigen, wir sind auch immer wieder im Laden. Manchmal wir können einfach ein bisschen schauen und ein bisschen reden. Ja, genau, das finde ich auch mega cool an den Leuten, die einfach mal wieder, wenn sie vorbeilaufen, können wir Hause sagen. Ich habe nicht erwartet, dass die etwas posten, sondern ich finde es einfach mega cool, wenn, die, wenn sie dir nicht sind, einfach schnell können wir Hause sagen und ein bisschen quatschen oder wieder schauen, was hast du neues. Manchmal findet sie etwas, manchmal gerade nicht. Mhm.
Und das ist mega cool. Und was würdest du jemandem raten, der jetzt sich jetzt selbstständig machen und vielleicht sogar auch noch selber ein Kind hat, der sagt, hey, ich weiss nicht, ich meine, mein Kind, es ist schon streng und angestellt sein ist auch schon streng und jetzt noch etwas selbstständig machen, aber ich würde schon gerne. Was würdest du sagen? Hey, ich würde fahren in einer roten Machs. Ja, Kind, es ist eine strenge Phase, vor allem irgendwie die ersten zwei Jahre, finde ich so ein bisschen die strengste Phase von dem Kind. Nachher, ab dem kannst du mit mir richtig kommunizieren, wird es immer einfacher. Und also wichtig finde ich auch, eben, dass sie wie ein Umfeld haben, das sie unterstützt. Wenn sie mich nicht unterstützt werden, dann ist es... Es braucht schon ein Umfeld. Es braucht ein Umfeld, das sie unterstützt. Also ich bin so dankbar für das. Und wenn sie das haben, hey, dann... Nehmen wir den Mut und machen sie ganz mutig durchs Leben. Ja, nein, es ist so cool. Und die Kinder, ja, voll. Die Kinder, du musst wie halt... Mit dem Gesicht, das ist streng. Es ist klar, es ist streng. Nein, kann streng sein, aber es ist wie auch etwas, das einen bereichert, finde ich. Weil du dafür lebst, wahrscheinlich. Ja, genau. Man also musst du das dafür, leben, ja, dafür brennen. Ja, das ist so. Also für ja, die Sache, die Kinder du schon sehr anstrengend dunkelt, dann ist es vielleicht schon noch einmal, ein zweites Mal zu überlegen, hey, mag ich das zu machen? Mag ich das durchziehen? Aber wenn Kinder wie eine Bereicherung für dich sind, hey, dann packt du schon. Ja, und manchmal oft, gell, es ist ja... Wenn du wirklich etwas hast, wo du weißt, das erfüllt mich. Ja. Also jetzt, und du machst das. Und du hast ja vorhin gesagt, am Abend ist es nicht unbedingt beim Arbeiten. Natürlich vermisst du vielleicht Zeit mal mit deinem Partner oder Zeit für dich, zum Buch lesen oder sonst etwas zu machen. Aber gleichzeitig ist es halt, du machst es einfach gerne und darum machst du es. Ja, genau. Und ich glaube, gerade am Anfang musst du vor allem viel Zeit investieren. Voll, du musst Zeit investieren. Das ist so, du bist bereit dazu, die Zeit investieren. Aber musst du dir wirklich wie auch überlegen, hey, irgendwann muss ich dann schon auch wieder das Können ein bisschen zurückstecken. Und das sind mir positiv ist, dass das immer ein bisschen weniger wird. Wir kommen jetzt auch hier, jetzt sind es dann vier Jahre. Irgendwie jedes Jahr habe ich wieder Abläufe und ich weiss, hey, mal, ich kann es optimieren. Ich sehe immer wieder, wie als es einfacher geht, es zu machen. Es ist am Anfang schon ein bisschen reich. Ich habe es einfach gemacht, obwohl ich überhaupt keine Ahnung keine Erfahrung. Einfach mal ein bisschen schwimmen, ja. Also du bist geschwommen? Ich bin schon ein bisschen geschwommen am Anfang, ja. Und den ganzen Lockdown hat es so viel Zeit gebraucht mit der Kurzarbeitentschädigung, da wieder einlesen, da wieder einlesen. Wir sind ja schon unterstützt worden vom Bund. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung. Aber es ist einfach alles sehr zeitintensiv gewesen. Und Themen, die du nie... Es kommt immer wieder eine neue Phase. Ja, genau. Testament, voll. Und jetzt kommst du wirklich so ein bisschen in das 3 und kannst es dann natürlich auch mit dem Zeitaufwand ein bisschen optimieren. Du hast noch eine Frage so zum Abschluss. Was ist, was bedeutet Ginger und Buch? Ich nehme an, die Frage bekommst du öfters gestellt. Ja, die habe ich tatsächlich schon zwei, drei Mal gestellt bekommen. Ja. Und den Namen haben die Vorgängerinnen gegeben in diesem Laden. Hat schon, als sie das gegründet haben, hat das so geheissen. Und Ginger, das bezieht sich auf die eine von diesen zwei Gründerinnen. Das ist eine Rothaarige und die hat sehr gerne Ingwer-Tee. Und Ingwer auf Englisch Ginger. Das passt. Und der Rothaarige sagen ja eigentlich auch Ginger. Genau darum war das Ginger-Gesetz. Und Bu, die zweite von diesen zwei Frauen, das ist eine Neuseeländerin. Und so ist mir damals erklärt wurde von diesen zwei. Die haben in Neuseeland damals immer so ein Verschreckspiele gemacht, so Buh, mit den Kindern. Es ist so ein bisschen ein Versteckausdruck und darum ist das Buh noch reingekommen, weil es ja auch eigentlich quasi, es ist hauptsächlich Kinderladen gewesen und einfach noch ein kleiner Teil erwachsen. Und so ist das Ginger und Buh entstanden. Und es ist mir wie gerade kein brennender Name in den Sinn gekommen, den ich dem könnte sagen, dem Laden. Es ist ja auch alles sehr schnell gegangen mit dieser Übernahme. Ja. Und ich fand, wenn ich wie nicht jetzt den Namen habe und ich einfach finde, hey komm, das ist nicht, dann lasse ich es gescheiter, so behalte ich den Namen. Und so ist es bis heute der Ginger und Boo. Vielleicht irgendein ist zu meinem 5-jährigen Jubiläum oder weiß ich nicht was, dann wird dann vielleicht mal ein neuer Name erscheinen. Ja. Da könnt ihr euch überraschen. Sicher. So, in einem Jahr. Also gut, wir schauen mal in einem Jahr. Genau. Gibt es noch ein Interview? Ja, genau. Cool. Ja. Wo stehst du gerade im Moment so mit dem Laden? Was ist so das nächste Projekt? Das nächste Projekt, das ist so ein bisschen, ja, den Online-Shop ein bisschen pushen irgendwie. Der ist jetzt dieses Jahr im Mai.
wo wir finden, hey, mal, er lässt sich zeigen. Vorher war es so ein bisschen Gebastel, was ich alles selber machen konnte. Mhm. Und irgendwie war ich nie richtig zufrieden gewesen. Aber jetzt, seit diesem Jahr im Mai ist endlich mal so etwas investiert, dass der Online-Shop mal irgendwie in einem ansprechenden Design daherkommt. Und jetzt ist irgendwie so ein größeres Projekt, dass der ja, bekannter wird, der Online-Shop. Das ist so ein riesig, wirklich, wie ich vorher gesagt habe, so ein riesig komplexes Ding. Das ist nochmal etwas Neues. Das ist wieder etwas völlig Neues. Ja, genau. Etwas anderes als an der Theke. Genau. Ich finde es zwar sehr schön und sagen auch viele Leute, sie genießen das richtig in den Laden kaufen, wo wir den Onlinehandel ein bisschen ja, von außen anschauen und mehr in den Laden gehen. Das finde ich auch mega schön. Das ist, das ist immer etwas anderes, finde ich auch. Aber es ist einfach in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, so einen Onlineshop zu haben. Ja, und gerade immer auf Sursee rein, es ist auch zumindest in der Schweiz, irgendwo, und wenn du von Basel oder Westschweiz bist. Ja, das ist echt cool, wenn die den Laden berücksichtigen und gerne hätten. Genau. Ja. Hey, Valerie, ich danke dir vielmals für das Interview. Ja, ja, danke, dass du da sein voll. Ja, das ist jetzt gerade so, immer gerade so gut rausgekommen. Ja, ja, und das ist die Premiere auch für mich, weil du bist jetzt mein erster Gast, wo etwas anders ist. Und vor allem ist es auch wieder mit Video, diesmal etwas anders. Und ja, ich freue mich. Ich bin mega gespannt, wie es kommt. Ey, cool, ja, ich auch. Danke dir vielmals für das nette Gespräch. Mutig durchs Leben ist immer wieder auf der Suche nach neuen Themen und Geschichten rund ums Thema Mut. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir voneinander lernen und uns am besten gemeinsam weiterentwickeln können. Darum, wenn du jemanden kennst, der seine Erfahrungen zum Thema Mut teilen möchte oder sogar selber eine mutige Geschichte hast zum erzählen, dann melde dich doch gerne auf podcast@mutigdurchsleben.ch.